Oh mein Gott, ein Gruselschloss, das hat noch gefehlt in diesem Spiel. Das hat echt noch gefehlt. Sie hat Angst. Ich weiß nicht, ob... Wir gehen trotzdem rein, Kameraden. Scheiße, okay, wir folgen dir. Und der Letzte kommt wieder mal zu spät. Shit! Und er will zurück. Oh nein, Wario! Schnell rein! Lol. Voll der treue Untergebene. Und Wario fürchtet sich auch. Ich will aber meinen Schatz. Genau. Okay. Was? Uncanny Mansion, wenn man das so ausspricht? Uncanny. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Nein, das ist der Uncanny. Und jetzt lies mal die Aufgabe. Defeat the Giant Spearman! Woo! War was ganz Neues! Alter, voll kreativ! Aber diesmal das letzte Mal. Wow, hier. Was ist denn das? Ein Hahn? Schlange? Ein Hahn? Das ist so ein Hahn, du kennst. Wow. Wasserhahn. Oh Gott, was ist jetzt das? Alter, du bist so ein. Oh Gott, warum ist dein Gegnerblock? Da bekomme ich ja nie einen Gegner rein. Doch. Nö. Da brauche ich auch einen Gegner. Ja, da kommst du dann von da oben runter und dann kannst du da rein. Keine Ahnung. Aber wie kommst du weiter? Okay, warte. Spinnen! Sind das Gegner oder nur Deko? Okay, nur Deko, gut. Was ist mit dir, Affe? Stirb. So, ist das echt nur Deko? Jo, das ist nur Deko, cool. Ist das eine Tür oder schaut das bloß so doof aus? Nein, das ist ein Sessel. Nein, weil unter diesem rosanen Ding da in der Luft ist so schwarz. Das habe ich jetzt verwirrt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Der Rahmen ist wunderschön. Grün und lila. Alter, mach halt einfach mal das Licht an, Mann, ey. Strom sparen, schön und gut und so. Ja, wenn ich einen Lichtschalter finden würde, wäre es nicht schlecht. Ich komme nicht weiter. Geil. Hallo? Bravo. Hier muss doch irgendwas sein, fuck. Kann doch nicht sein, dass... Geh jetzt einfach immer einen Schritt und hüpf. Oder für was? Könnte ein bisschen dauern. Ah, ich hab ne Idee. Oh! Wer kommst du denn? Er ist aus dem Bild gekommen. Und jetzt kannst du reinwerfen. Werf mal rein! Schnell! Geht nicht. Er ploppt wieder raus. Das geht nicht. Doch, Smogey. Geh, mach's so weiter weg. Er prallt einfach ab. Gott. Nee, das geht nicht. Er ist zu dick. Ist mir jetzt auch egal. Aber du kannst weiter, ja. Ach, die kann ich gar nicht umbringen. Doch, klar. So. Und wenn du jetzt da reingehst und da rauskommst, kommt so ein Elektro-Dings wahrscheinlich. Oh nein, die Elektro-Dinger sind die schlimmsten Gegner im... Und was kommt aber da? Nein! Pelikan! Was ist... Geh mal rechts. Da ist ein Spearman, den will ich haben. Wir brauchen ja einen Giant Spearman. Und wie komme ich da rauf? Ja. Da brauche ich Bienen oder so irgendwas. Weil mit dem Hahn so. Level, ich kann, so hoch kann ich mit dem Hahn nicht hüpfen. Okay, dann. Ich glaube, ich gehe mal da rein. Vielleicht gibt es irgendein anderes Ziel, das du in das kleine Loch reinkriegst. Gott, wir rätseln da schon wieder so. Oh. Rätseln da schon wieder so ewig rum. So, und da brauche ich aber wirklich einen Gegner. Ja, okay, aber ein Spearman anscheinend muss ich, ja, oder so ein Elektro-Ding. Ich glaube bloß ein Spearman, weil bloß der Spearman so klein ist, oder? Jetzt sehen wir mal, was da so, was, oh, ein Zombie. Tot. Aber der Zombie sieht in Wario-Land 4 viel schlimmer aus. Toll. So, okay, wieder rauf, rauf, rauf. Runter, runter, runter. Joy! Rauf, rauf, rauf. Runter, so, runter, okay. Rauf, rauf, runter, runter, was, rauf. So, der verschwindet dann nur und kommt dann wieder, okay. Crazy. Ich hab ihn noch nicht getötet. Er ist schon tot.
will schon ständig eine Geschichte erzählen. Und zwar vor kurzem war ich mit ein paar Freunden im Bus. So, der geht da rein. Aber warum habe ich das nicht später mit einem Spearman gemacht? Aber ist egal. Gott, wir wissen es nicht. Vor kurzem war ich mit ein paar Freunden im Bus. Und da hat ein Typ schon ständig so komisch hergeschaut. Der hat eine Packung Kaiserschmarren. Kennt das jemand außerhalb von Bayern und Österreich? Keine Ahnung. Der hat eine Packung Kaiserschmarrn jedenfalls in der Hand gehabt. Nein, zwei Packungen. Der hat ständig so komisch hergeschaut. Und dann wollte er aussteigen und ging halt vor die Tür und ganz normal, ne? Und dann hat er immer noch ständig zu meinem Freund geschaut und der hat dann schon so leicht angefangen zu grinsen, weil ich dachte, what the fuck, was ist mit dem Typen? Ist er zu gekifft oder was? Da komme ich nicht rein. Okay. Jedenfalls, auf einmal fing der an, das Kaiserschmarrn-Päckchen zuzudrücken. Verstehst du? Voll aggressiv zu ihm hin und sagt nur, nicht lachen. Nicht lachen. Mein Freund nur so, okay. Naja, und dann musste er wirklich aussteigen. Die Tür ging auf und er hat das Päckchen nochmal voll zusammengepresst. Und ihm dann auf den Kopf geworfen. Ich meine, warum? Liebe Freunde. Und dann ist er einfach raus. Dann ist er einfach rausgegangen. Und ich verstehe es einfach nicht. Was soll uns das sagen? Kein Urlaub in Österreich machen. Nein, einfach nicht mit österreichischen Bussen fahren. Sind nur irre Prolos und Drogenabhängigen. Nein, keine Ahnung. Und du? Und ich. What das the ist schon fuck, warum? Genug. Wie bekomme ich das kaputt? Ich probier's mal. Mit einem Pelikan. So. Geister! Die machen mich auch zu Zombies. Scheiße. Da komme ich nicht hoch. So. Aber eigentlich, irgendwie ist das bis jetzt das kreativste Level in dem Spiel, finde ich. Ja, ich würde auch sagen. Von der Idee, dass man da, wo man reingeht, kommen dann die Viecher und so. Okay, nur eine Spinne. Nur eine Spinne, haha. Aha. Okay. Mann, ey. Aber, da geht's runter irgendwo. Da war irgendwo. Ja, da. So. Mann, ey. Und es hat rein gar nichts gebracht, da runter zu gehen. Mann, ey. So. Ja, ich hab's gehört. Mann, ey. So, die letzten Tage haben wir, Also Zombie-Wario und ich. Draggy und ich die ganze Staffel Dschungelcamp angesehen. Also die letzten Oh Gott, zwei ja. Jahre. Hast du das Lied von Indira schon gesehen? Mhm. Oh Gott. Hol de Radio. Also quasi so am Anfang so Melodie von der Heidi. Also nicht Heidi Klum, sondern Heidi, der Anime. Und dann singt sie irgendwie eine Karikatur, wie sagt man? Ironisch über ihr Leben. Aha. Was? Ist Gott, da war ein Geist drin in dem Schrank. Ist aber schuld. Auf jeden Fall rennen sie mit der Dirndl umeinander und verarscht irgendwer Bayern oder Österreich, ich weiß es nicht. Aha. Irgendwie komisch und man fragt sich, warum? Tja, Indira. Lass mal eingeben. Ich glaube, ich gebe das lieber nicht ein. Wusstest du, dass Indira in Wahrheit Verena heißt? Echt? Ja, Verena weiß. So, okay, dann mal mit voller Pulle. Gott. Ja, okay. Das gefällt mir schon eher. So, kommen wir jetzt mit dir irgendwo wieder rauf? Nein, mit dir komme ich hier nicht rauf. Okay, dann holen wir wieder diese Elektro-Dinger. Weil mit dem Pelikan kommen wir nicht weiter. Vielleicht war das nur ein Fehler, dass das nicht kaputt ging oder so. Ich hab keine Ahnung. Alter, so geil. Das bekomme ich nicht kaputt. Thank you.
das ist das erste Mal, dass ich wirklich in einem Level nicht weiterkomme. Nicht, dass ich nur einen Schatz verzweifelt suche oder einen versteckten Ausgang, sondern dass ich wirklich nicht... Irgendwas muss doch mit dem Pelikan sein. Wetten, der einzige Gag ist, dass du diese zwei Teile da nicht kaputt gemacht hast. Welche zwei Teile? Diese roten. Meinst du? Ja. So, ich habe mir auch schon irgendwie gedacht. Aber ich probiere es mal. Probier's einfach. Geil. Siehst du, sie gehen komischerweise sehr schwer kaputt. What the heck? Von der anderen Seite vielleicht mal probieren, du Held. Oder so. Siehst du, es hat uns absolut nichts gebracht. Das beweist es wieder mal. So. Wie bekomme ich dich kaputt, du verdammter Block? Ja, ist doch ganz einfach. So, jetzt haben wir das mal geklärt. So, okay. Irgendwie dieser Raum ist mir suspekt. Weil irgendwie ist der mir zu groß. Vor allem kann ich da irgendwo runterfallen, wo dann gar nichts mehr ist, verstehst du? Vielleicht gibt es ja irgendwo einen versteckten Ausgang. Was, da oben ist doch ein Ausgang. Fuck. Warum bin ich da vorbeigelaufen? Den habe ich, glaube ich, sogar noch bemerkt, aber da wollte ich noch nicht durchgehen. Ach Gott. Sorry, Leute, dass ihr immer so ewig warten müsst, bis ich mal auf was drauf komme. In dem Fall geht es mir wirklich bei Ali wie in Variant 4. Gut, aber so extrem ist es nicht. Doch. So, jetzt sind wir hier. Spielen. Und jetzt sind wir uns Spielen. Ich brauche einen Giant Spearman. So. Ist das jetzt der... da komme ich... Schnell, da komme ich nicht. Nein, du musst da auf fünfmal für ein Viech, oder? Ja. Draggies, credit to team. Was ist los? Du bist credit to team. Was ist los? Warte, ich gehe schnell auf die andere Seite und hol mir einen Spearman da. Komm mal her. Komm mal her. So. Oh Gott, was war denn das für ein Band? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist auch besser. Geh einfach da durch. Nein, nicht. Ach Gott. Geh einfach nochmal rein. Roll ihn einfach. Du müsstest den einfach nur rollen. Kannst das du nicht. Geht schon. Probier's doch mal. Kannst du nicht. Warte, warum warte ich nicht einfach, bis der auf die andere Seite geht? So. Jetzt aber. Ups. Also, wenn du ihn jetzt kaputt gemacht hättest. Also. Gott, ich. Das ist voll schwer. Nein, du bist nicht Gott. So, geht. Super, hat sich erklärt. Das hat's voll gebracht. So, jetzt gehe ich mal da rein. Nur die Frage ist, was bringt uns das? Nein! Pikachu! Ja, wenn dann schon Raichu, oder? So, okay, da geht's durch. Wer hat die Weiterentwicklung von Pikachu gehört? Raichu, ja. Oder? Ja, Raichu. Ganz recht, meine Kleine. Ja, den Raum kennen wir doch. Nö, es gab nur einen doch, ähnlichen. Aber halt nur so ähnlich. Ja, es war dasselbe Prinzip. Du Cranker. So. Bäh, oh Gott, immer wenn er runterfällt, ist das so eklig. Er ist aber schwerer, der Raum. Ja, weil es zwei sind. Nö, beim anderen waren auch schon zwei, aber vorhin konnte man da einfach durch Duppen durch, das geht jetzt nicht mehr. So. Nein! Magst du vielleicht safen? Nein, das mache ich nicht. Ein Schalter! Weil ich jetzt am Ziel habe, das bringt mir nichts. So, okay. Nö, safen tue ich erst, wenn ich echt verzweifelt bin. Also, Leute, in 6 Minuten, ihr könnt vorspulen. Danke, dass du so ein Vertrauen in mich hast. Tja. Ich glaube, 6 Minuten ist untertrieben. Gott, der Part dauert schon. Gott, wie lang... Fuck.
Der Part dauert schon eine halbe Stunde, verstehst du? Eine halbe Stunde. Du kannst ja schneiden. Nö, ich schneide nix. Dann stelle ich in einen hoch. Aber... Können sich die Leute mal um über einen längeren... Wario Land Part freuen! Ja, freue sie bestimmt. Ist voll schrecklich, wenn man von einem Part hockt, der 40 Minuten dauert oder so. Ja, für dich, für andere, die denken immer, 40 Minuten, geil. So. Ja, aber ich kann ja auch zwei Videos gucken. Habe ich vielleicht sogar mehr Freude. Gut, dann teile ich das halt, dann habe ich das bereits nach der ersten Welt, die ich gemacht habe. Da habe ich gerade gesagt, dass ich in diesem Part noch eine zweite Welt ausgeht und dann habe ich geschnitten. Weil es so lustig war. Mir ist das egal. Nö, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt habe ich das schon so zusammengeschnitten. Hä? Deshalb spielst du so schlecht, weil du das nebenbei machst. Ach Gott. So, ja, ich schneide die Parts, während ich spiele. Also ich habe vor die Zeit gestoppt, gell? Eine Minute brauchst du schon. Halt, zwei. Na, das kann nicht sein. So. Gut, war es 17.10 Uhr. Jetzt ist 17.12 Uhr. Fucke die Fuck. Knicke die Knack. Ficke die Fuck. So. Okay. Ficke die. Fuck. Aber ich kann das immer so schwer abschätzen, ob es für die Zuschauer nervig ist, wenn ich so lange an einer Stelle hänge, oder ob sich denke, der Idiot. Ich glaube das zweite. Also so geht's mir. Ja, aber das denkst du dir auch beim. Ja. Da dauert sie lange. So, okay, aber jetzt, so. Bitch! Danke. So. Licht! Oh mein Gott! Ah, Pikachu! Oh mein Gott! Licht, oh mein Gott! So. Also in Pokémon hätte Raichu längst Donner einsetzen müssen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt in die anderen Räume auch noch hineingehen? Geh halt erst da. Ich gehe mal zuerst dahin, wenn ich den Schatz da auf dem Weg. Es ist finster. Ganz logisch. Ich muss sowieso in die anderen Räume, glaube ich. Ja, aber ich denke, ja. Weil hier ist nur Geld. Money. So, okay. Und jetzt Money, muss ich irgendwo den Ausgang finden. So, und jetzt sind überall diese nervigen Affen. So, ich gehe zuerst mal Monkey. In den... Okay, da ist trotzdem dunkel. Oder? Warte mal. Super. Nö, da naja, ist... Okay. Na, es geht schon. Es geht. So. Du bist doch auch ein vom japanischen Sternzeichen hier Affi, oder? Jo. Ja. Weil ich cool bin. Warum fragst du? Du bist auch ein Affi. Papa, bist du der Eif? Äffchen. Yeah. Okay, Entschuldigung. Auf meine Ohren. Ja. Was machst du denn? Nein, geh halt erst Affi. Du fliegst ja dann eh und die, wenn du das jetzt versaust. Und muss doch irgendwas Gute. Sein. Geh doch, Affe. Okay. Geh doch, Obe. Das hab ich gemeint. Dialektmania. Und es wird ziemlich dunkel bei mir, obwohl ich gerade das Licht eingeschalten hab im Spiel. Im so. Zimmer oder auch so im Spiel. So. You are so gay. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben ist nur Geld. Aber ich will das Geld, denn ich bin... Tu's für deine Abonnente! Zeig ihnen alles vom Spiel! Alles! Hol dir die Münze! Hab ich's ja gesehen. So ist es gut, Alter! Ich hab's geahnt. Naja, ich hab keine Geschichten mehr zum Erzählen auf Lager. Wir haben gerade über Dschungelcamp geredet. Wer war eigentlich... Von wem hättest du gern gehabt, von allen 11 jetzt, wer gewinnt? Am Schluss warst du ja für Pea bei den letzten drei oder so. Aber warst du eigentlich mal für jemanden anders? Nö. Immer von für Pea. Waren mir alle unsympathisch. Ach so, ja. So geht's, glaube ich, jeden. Ja. Am Anfang habe ich das eigentlich ganz lustig gefunden mit dem Mathieu da und mit dem Pea, weil dann so schöne Kumpels waren. Das war eigentlich voll süß. Ich als Schonen-Ei-Fan. Ja, wo ich meine. Ja, jetzt hast du dich verraten. Ja. Und jetzt klicken mehr als netter Mann weg. Was? Nichts. Hey, netter Mann! Ist er wirklich netter Mann? Jo. Ein fetter Mann? Nein, netter Mann.
Ups. Beleidigt meine Abonnenten nicht. Ja, wie gesagt, es sind deine, nicht meine, ne? Jetzt mag ich dich noch weniger. Was wenig zum Beispiel Supermark ist, Charm Style Forever. So. Ja, schaut anscheinend Pinky Bill oder weiß, wo man mit Singtexte herkriegt. Der hat das gegoogelt. Ganz ich sicher. Aber er war der Schnellste. Ich glaube, er hat sogar geschrieben, das hat er von Google. Oder war das Bencho-Fan, der war nämlich Zweiter. Bencho-Fan war Zweiter? Ja. Bencho-Fan hat den Text als Zweites gepostet. Deine Lieblingsviecher, hä? Auto-Alarmanlagen da. Ja, genau. So, okay. Wir haben den Schatz und jetzt schleunigst den Ausgang finden. Denn ich will hier raus. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Ich kann mir gut vorstellen, als du jetzt so als Fullback-Star, sag ich mal, dass ich in ein paar Jahren zusammen mit Ali diese Sendung moderiere. Ja, klar. Ich schalte ja, wir sind dann genauso weg. Fies wie Sonja und Dirk. Naja. Naja, ich weiß auch nicht. Naja, eigentlich sind ja nicht Sonja und Dirk fies, sondern... Sondern der Mann von Sonja. Der Mann von Sonja, der die Witze schreibt und Dr. Ja. Bob synchronisiert. Also, der ihn halt... Das weißt du alles von mir, jetzt tu nicht so, als ja, wärst du so. Ja, ich weiß, dass ich das alles von dir weiß. Ich weiß ja auch von dir, wie man das Spiel spielt, ne? So, jetzt wird's lustig, weil ich falle dann da durch. Und hier ist nochmal Geld. Ah, es ist mäßig sinnlos. Okay, ich muss schnell weiter. Weil ich... Der Part ewig da. Ja, ich verbringe, glaube ich, jetzt mittlerweile schon über 20 Minuten in dieser Welt. Aber du hast doch nicht 6 Minuten für diese eine Stelle gebracht. Ich bin enttäuscht. So wie alle meine Fans jetzt. Oh Gott, ist das schwer. Das sag ist mal, wie soll ich das jetzt machen? Ja, jetzt fallst du wieder ganz runter, da ja, du gerade warst. Ich weiß schon, aber wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Okay. Wache, du musst jetzt ein Ninja sein. Oh ja. So. Ich muss da ja gar nicht geduckt gehen. So, so. Rup. Oh Gott. Nein, du musst da in der Mitte immer sein, glaube ich. Ja, sollte ich vielleicht machen. Ich habe vergessen, ja, wo bei meinem Emulator der Turbo-Knopf ist, sonst würde ich den jetzt drücken, aber... Hä? Ja, bei Emulatoren gibt es einen Knopf, damit das ganze Spiel doppelt so schnell läuft, aber... Aha. Du musst in der Mitte schon stehen bleiben. Ja, ich wollte mich gerade ducken, aber der Geist war zu schnell. Ja, ja. Aber du wirst den Turbo-Knopf drücken, damit es noch schneller geht. Und jetzt bleibe ich wieder ewig bei der Stelle hängen. So, rup, rup, rup. Also, 17.18 Uhr, das heißt, rup. Ich stoppe ab jetzt. Rup, rup, rup. Klar, du hast 17, also. 1,5 und Lord kommt nicht weiter, ist voll die Lusche. Yes, so. Bitte schade, nicht nach dem Geist, bitte. Meinst du? Pia hat auch sehr viel geweint. Ja. War irgendwie süß. Aber das Weinen lernt man als GZSZ-Star. Stimmt wohl. Giant Spearman war ja das Ziel. Ja. Zum letzten Mal, du kleiner, blöder, mieser... Gott, jetzt komm her! Ich kill dich, ich bring dich um und deine Familie und deine Kinder und alle, die noch Kinder, die noch kommen werden. Alle Kindeskinder! Meintest du? Und ich werde dich punen! Das war der härteste Giant Spearman aller Zeiten! Und von den Spearmans, die noch kommen werden! Deutest du da gerade eine bestimmte Sarah Dingens an? Okay, ist egal. Okay, genug von Dschungelcamp. Ich spiele jetzt das Spiel noch und dann beende ich diesen Part endlich mal. Ich glaube, das Level allein hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, oder? Achtung, Achtung, eins, eins, eins! Meinst du? Nein. 7? Meinst oder? Du? Nein, das ist eine 3. Nein, eine 3? Nein, eine 8. Oh Gott, 8. Das kann aber auch immer noch... Sein. Nein, oh Gott, das ist auch eine... Ich glaube... Eine 6! Ja, das ist eine 6. Alter. Oder auch nicht. Nein, ich dachte bis vor kurzem noch, das kann auch eine 5 sein, aber ich habe das Stück unten links übersehen. Ja. So, okay. 4 Kartenteile noch. Schau hier, schau. Nichts. Wow. Doch eine Ecke, Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Ultra.
vorne. So, wir haben eine Parkuhr gefunden oder was das darstellen soll für das Moped. Und ja, das nächste Mal machen wir die Welt und es geht weiter im Spukhaus oder so. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und verabschiede mich wirklich immer gleich, oder? Keine Ahnung.